Ja, servus, grüezi und hallo, liebe Dampfmaschinen- und Dampfeisenbahnfreunde. Ja, ich habe hier einen Patienten reinbekommen und den schauen wir uns heute mal genauer an. Ja, man kann durchaus sagen, das gute Stück hat schon ein bisschen Liebe und Spielbetrieb erfahren. Das hier, auch wenn man es nicht mehr ganz erkennen kann, ist eine R410. Und zwar ist das die letzte Dampflokomotive, die in Spur 0 von Märklin 1936 gefertigt wurde. Ich habe das gute Stück sogar zweimal, aber einmal tatsächlich im Originalzustand noch und ja, mit mäßigen Spielspuren. Hier sieht man zwar ein bisschen vom Brenner, dass die Farbe sich gelöst hat, aber ansonsten in einem wirklich schönen Zustand mit Brenner. Und es ist eine Zweizylindermaschine, die über Exzenterscheiben hier die hinteren Räder antreibt. Bei ihr hier, ja, da hat der Spielspaß dann doch irgendwann einmal in einem Inferno geendet, weshalb hier doch einige Lötarbeiten noch von Reparaturversuchen Zeugnis ablegen. Hier vorne fehlt noch der Stopfen für das Wasser einzufüllen. Und auch ansonsten ist sie jetzt nicht mehr in einem Zustand, wo ich sagen würde, so stelle ich sie mir in die Vitrine oder in das Regal. Und ja, dadurch, dass eben hier doch einiges im Argen ist, wie ihr seht hier zum Beispiel, ist der Kessel undicht. Hier hat sich innen drin der Lötring gelöst, weshalb sie auch so nicht mehr betriebsbereit ist. Ja, das wollen wir natürlich ändern. Und deshalb nehme ich euch mit auf eine kleine Restaurationstour zu dieser kleinen Dampflokomotive und ich hoffe, dass sie am Ende dann auch wieder etwas schnaufelt und mit Dampfbetrieb über die Schienen fahren kann. Die Mechanik sieht relativ gut aus noch. Es war zwar ein bisschen fest, aber nichts, was man mit WD-40 nicht wieder gelöst bekommt. Und so sehe ich schon, dass zumindest die Mechanik hier keine so große Baustelle gibt, im Gegensatz zu dem Kessel, den wir wahrscheinlich entlöten müssen, öffnen müssen, den Lötring wieder einsetzen, die Lötarbeiten etwas korrigieren und ihr auch wieder ein ansprechendes Farbkleid verpassen. Ja, da freue ich mich drauf und ich nehme euch natürlich auch wieder mit auf die Reise. Hier ist noch das Leitblech, das müssen wir auch wieder ansetzen. Und ja, dann legen wir mal los. Während Cat Stevenson hier einen kleinen Snack genießt, bin ich schon mitten dabei, die Maschine zu zerlegen. Was ich hierbei empfehlen kann, ist, ich mache mir immer ein Tütchen mit links und rechts, damit ich natürlich auch nachher die Antriebsteile der jeweiligen Seite auch nicht vertausche, sondern wieder in dem Ensemble zusammenstecke. Die Antriebsräder haben wir schon runter. Ich habe auch schon hier die Platte gelöst, da sehen wir die kleinen Schräubchen. Viel mehr ist es nicht. Das ganze Fahrgestell ist hier nur mit 4 Schrauben befestigt, mit dem Aufbau. Jetzt versuchen wir noch hier die Achse rauszukriegen. Dazu müssen wir hier die Mutter lösen und dann kann man das ganze Rad auf dem Gewinde runterdrehen. So, weiter geht's. So, das Chassis wäre schon mal freigelegt. Sieht auch gar nicht so schlimm aus. Klar, die Farbe hat schon bessere Tage erlebt. Die Leitbleche haben wir auch unten. Der Trick dabei ist, diese Leitbleche sind
angelötet, bevor es zum Lackieren geht. Das heißt, wenn man hier nämlich anfängt, was nachzulöten, dann sieht das irgendwann so aus und ist gar nicht mehr schön. Ja, deswegen müssen wir diese Sachen, die Lötarbeiten, vor dem Lackieren abschließen. Dasselbe gilt für den Kessel, der ist nämlich auch aufgelötet hier vorne auf den Träger. Auch dieser kommt unlackiert hier drauf, wird dann angepunktet mit Lötpunkten und wird dann erst lackiert. So, jetzt schauen wir, dass wir den Kessel noch darunter bekommen. Ihr seht schon, ich habe die Dampfleitungen alle entlötet und dann können wir den Kessel uns vornehmen und den sauber machen. Los geht's. Ja, ihr seht schon, der Kessel ist schon gelöst. Ich habe mir hier den Spannbock kurz zur Hilfe genommen. Und dann sind es hier zwei Lötpunkte, die man nur leicht erhitzt. Und dann ist der Kessel ab. Und hier haben wir das gute Stück. Top! So, die Maschine wäre zerlegt und wir haben die erste Reinigung gemacht. Das ist echt gut geworden. Jetzt sind die Zylinder auch wieder vom alten Öl befreit, was sich da über die Jahrzehnte angesammelt hat und verknarzt ist. Ja, gereinigt wäre das Ganze. Jetzt geht's an die Reparatur. Ihr seht schon, das sind die Hülsen, die hier außen die Stange um den Kessel halten. Hier sind sie noch drin. Und die hinteren zwei, die waren entlötet. Die eine hat man relativ deutlich gesehen, dass sie lose war. Die andere war auch schon locker. Die müssen wir natürlich von innen in den Kessel wieder löten. Das ist ganz schön fummelig. Ich habe hier schon mal den Dom entlötet. Da sieht man in den Kessel rein. Das ist also ein dampfführender Dom nachher. Den werden wir wieder auflöten, wenn es soweit ist. Den Kessel nehmen wir dazu hinten den hinteren Deckel ab. Ihr seht es, da hinten drum ist die Lötnaht. Und den versuchen wir jetzt zu entlöten und den Deckel rauszuziehen, damit wir hier an die Löcher rankommen, um das zu richten und die Gewindestopfen wieder einzusetzen. Ja, das wird ganz schön fummelig, aber wo viel Feind, da viel eher. Auf geht's! So, jetzt machen wir uns dran, die Hülsen wieder einzulöten. Das ist übrigens der Deckel. Den haben wir sauber rausbekommen. Ich zeige es euch mal. Die erste Hülse habe ich auch drin, das sieht man hier oben. Da sieht man so ein bisschen, ich versuche es mal scharf zu stellen. Ganz wichtig, die Lötfläche muss natürlich vollkommen sauber sein. Aber das ist schon mal ganz gut gelungen hier. Der sitzt schon drin. Ihr seht schon, den Kessel habe ich auch schon zum größten Teil von der Farbe befreit. Und ja, jetzt geht es so an die Details, die müssen wir noch sauber machen. Die Lötarbeiten beenden. Ganz wichtig, danach das Flussmittel wieder sauber machen. Das ist ätzend und das darf nicht im Kessel bleiben. Und dann setzen wir den Dampfdom wieder auf und natürlich auch die Kappe, die wieder reinkommt. Also, jetzt wird's fummelig. Na, das sieht doch super aus. Alles schön verlaufen. Die Nieten sind drin. So soll das sein. Perfekt. Jetzt können wir den Kessel wieder zumachen. So, das wäre geschafft. Der Deckel ist wieder drin, rundum verlötet. Und auch der Dom sitzt schon wieder drauf. Das hat gut geklappt. Jetzt müssen wir das Lackieren vorbereiten. Ab geht's. Sodala. Es wäre jetzt schon mal entlackt, angeschlossen ist auch schon, jetzt müssen wir es noch entfetten. Und dann, ihr seht schon, haben wir die Leitbleche wieder angelötet. Es war schön dünn, so wie das sein soll. Und jetzt gehen wir ans Lackieren der Lokteile. Den Kessel, den haben wir schon schwarz lackiert. Der sieht wieder richtig schick aus. Da sieht man jetzt nichts mehr von den Lötarbeiten hier oben dran. Und dass da mal die Kappe draußen war. So darf der wieder drauf. Zwei Stellen sind noch frei. Das ist da.
wo nachher wieder angelötet wird. Das wird nachher einfach ausgetupft und dann ist das wieder schick. Los geht's. Es wird gemalert. So, dalla. Die Malerarbeiten werden abgeschlossen. Jetzt geht's in den warmen Heizungsraum zum Trocknen. Wie ihr seht, habe ich auch nur den vorderen Bereich lackiert. Der hintere habe ich den Originallack erhalten. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das wird jetzt keine Eisenbahn, wo ich jetzt unbedingt großen Wert auf Originalität lege, weil sie ist restauriert. Und ich habe sie mit dem hitzefesten Lack eben für den Spielbetrieb restauriert, weil ich möchte diese Lok gerne regelmäßig fahren und der Originallack würde das nur bedingt mitmachen. Deswegen hat die jetzt einen schönen neuen Anstrich bekommen und das Chassis als auch der Kessel haben temperaturfesten Lack bekommen bis 800 Grad. Da passiert nachher nichts mehr. Nur die Lok selber, da habe ich einen harzbasierten Lack genommen, kunstharzbasierten Lack. Der macht Temperaturen um die 120 Grad mit und das ist vollkommen ausreichend und der passt wunderbar farblich zu dem Rest der Lokomotive. Jetzt lassen wir den schön austrocknen und dann dürfen wir auch wieder zusammensetzen. Ab geht's! So, trocken wär's. Ich habe auch schon die Zylinder an ihren angestammten Platz angeschraubt. Ist gut geworden. Der Kessel, den habe ich auch schon mal vormontiert, so dass er jetzt bereit ist zum wieder einsetzen und verlöten. Ist echt hübsch geworden. Also ihr seht auch die Farbe, das passt ziemlich gut. Ja, da gibt es noch ein paar Sachen, die wollen wir jetzt noch ausbessern. Aber jetzt ist erstmal wichtig, die Reihenfolge. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier um den schönen Haken. Der kommt nachher hier vorne dran wieder. Der kriegt etwas Schnellprämierung, damit er wieder schön schwarz ist. Und dann müssen wir uns um die rote Linierung kümmern, die hier auf die Seite aufgebracht wird und vorne um die Pufferaufnahme geht. Weil jetzt ist nämlich die Reihenfolge ganz wichtig, die man beachten muss, damit das später nachher auch alles eingesetzt werden kann und wieder verlötet werden kann. Wenn wir die jetzt nicht beachten, dann haben wir nachher echt, ist schwieriger gemacht, als es eigentlich ist. Also, wir fangen jetzt erstmal an mit den kleinen Sachen und zwar den Haken wieder schwarz zu kriegen. Warum die Schnellbrünierung heißt, das sieht man hier. Ja, der Haken wäre wieder schwarz, aber die Halterung, die ist noch blank. Und dafür nehmen wir jetzt das Rahl 3000, das ist feuerrot. Und einen feinen Pinsel. Wer wie ich jetzt nicht unbedingt die besten Noten nach Hause geschleppt hat für sauberes Arbeiten in bildende Kunst, der klebt das Ganze besser ab. Und da würde ich euch empfehlen, spart da nicht an gutem Abklebeband. Ich nehme hier Frog Tape. Damit habe ich bisher sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Denn sonst ist der Spaß vom Bemalen auch schnell in Frust umgewandelt. Wenn ihr günstiges habt, besteht einfach die Gefahr, dass es unten drunter unterläuft. Aber je nachdem, das überlasse ich euch. Ich nehme das, ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht und jetzt bringen wir die schöne rote Linierung wieder auf die kleine Lok auf. Los geht's! Ja, es steht zwar drauf, deckt im ersten Gang, aber ihr seht selbst, ich bin da ein Freund. Ich mache da zwei Gänge drauf, dann verläuft die Farbe schön. Und deckt hervorragend. Und dann ist das wieder ein tolles Gesamtbild.
Wunderbar. Top. Ja, während wir warten, dass die Farbe trocken wird, montieren wir schon mal den Antrieb wieder zusammen. Dazu brauchen wir auch ordentlich Schmiermittel, damit das nachher auch läuft wie geschmiert. Die erste Seite ist schon fertig. Das sieht gut aus. Jetzt kümmern wir uns um die andere Seite. So, meine lieben Dampfmaschinenfreunde, wir feiern schon Hochzeit. Und zwar haben wir das Fahrgestell schon auf das Chassis aufgebracht und verlötet. Das müssen wir nachher noch sauber machen. So ein, zwei kleine Macken kommen bei der Montage immer rein, aber da gibt es kein Kopfzerbrechen. Das machen wir nachher, wenn wir fertig sind. Der Kessel hier vorne, der ist eh schon aufgelötet. Da müssen wir dann nochmal mit Farbe drüber. Das ist so. Ganz wichtig ist, dass der Hahn als erstes reinkommt und danach erst der Kessel eingesetzt wird. Sonst wird das ziemlich fummelig. Aber wie ihr seht, das hat gut geklappt. Wir haben den Kessel jetzt schon drauf, er ist schon verlötet. Jetzt geht es darum, die finalen Lötarbeiten zu machen. Und zwar setzen wir dazu die Dampfleitung wieder ein. Die kommt hier oben dran. Zwei Punkte. Ist ein bisschen fummelig, aber ich glaube, nachdem wir das jetzt so weit geschafft haben, werden wir das auch noch hinkriegen. So, es wäre vollbracht. Die Lok ist wieder fertig und komplett. Und ist die nicht hübsch geworden? Hinten dran das Original. Ein bisschen Farbunterschied sieht man. Das Rot ist eigentlich etwas dunkler. Aber da das ja eine Spiellok werden soll, bin ich da jetzt nicht so. Auch, dass mir noch der originale Wasserstopfen fehlt, da sehen wir jetzt mal großzügig drüber hinweg. Aber sowas findet sich ja mit der Zeit. Ja. So, aber der Hebel ist wieder dran, die Pfeife ist drinnen. Wunderbar. Und sie ist wieder komplett. Auch der Dampfdom ließ sich gut verlöten, das hat gut geklappt. Hier vorne, da ist die Farbe noch ein bisschen frisch, da sind wir gerade erst drüber gegangen. Aber auch da sieht man nichts mehr von den Lötstellen. Und so darf die uns auch mal einen Dampf liefern und eine Runde bringen. Ja, wenn wir jetzt mal schauen, ganz genau, dann sieht man, dass das Leitblech etwas kürzer ist als bei der originalen. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das so ist, ja, ob da vielleicht einfach nur etwas kürzere Leitbleche irgendwann mal dran kamen oder ob das welche sind, die gar nicht da drauf gehören. Aber so oder so, die Maschine ist wieder komplett und ich glaube, es hat sich durchaus gelohnt, das Schätzchen zu retten. Jetzt folgt natürlich der Dampflauf.
Feuer unterm Kessel, Öl im Öler, bereit für die erste Testfahrt. Los geht's. Ja, meine lieben Dampfmaschinenfreunde, das war das Restaurationsvideo und der Testlauf zur R4910 von Märklin. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß daran. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen oben da. Ich sag wie immer, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.